Aufnahme. Und ich muss es einfach noch aufnehmen, weil Chris einfach nicht online ist und sonst eine Folge heute fehlen würde. Also habe ich mich dazu jetzt entschlossen, erstmal das Hausdach zu bauen. Aus, ich glaube, das baue ich einfach mal dunkler. Aus einem anderen Material, dass sich das farblich abhebt. Jetzt überlege ich, baue ich das jetzt aus Cobblestone? So, ich baue es einfach jetzt erstmal aus. Ich baue es aus Steinziegel. Falls ihr dann irgendwie doch was anderes haben wollt als Steinziegel, dann schreibt doch am Ende dann in die Kommentare noch für die Verbesserungsvorschläge. Und ich rede einfach jetzt mal so ein bisschen über Probleme bei Aufnahmen. Habe ich mir gedacht, das könnte ich doch mal ansprechen. Warum jetzt zurzeit nur dieses Format kommt. Also es ist zurzeit so, dass nur dieses Format kommt, weil ich einfach auf anderen Servern, wenn ich zum Beispiel Survival Games aufnehmen will, dann laggt es die ganze Zeit während der Aufnahme. Da kann man nicht ordentlich spielen. Das ist ja eh alles Leistungs. Ja, also abhängig sehr und deswegen macht sich da die Aufnahme schlecht. Und da habe ich mir gedacht, das sage ich euch einfach mal so ein bisschen hier Bescheid darüber, weil ich würde schon gerne mehr Formate bringen. Aber es ist halt zurzeit nicht möglich, weil ich mir auch noch nicht, weil ich mir jetzt erstmal keinen neuen PC kaufen möchte. Weil ich mit dem eigentlich sehr zufrieden bin und ich will zwar nicht zu viel investieren in neue Technik, weil ich die zurzeit eigentlich noch nicht brauche. Weil es läuft ja zurzeit auch, sag ich mal, relativ gut. Und ich denke mal, es wird auch erstmal funktionieren, wenn erstmal nur dieses Format kommt. Vielleicht kommt dann noch andere Formate, die jetzt nicht unbedingt was mit Minecraft zu tun haben. Aber da könnt ihr ja einfach mal Feedback geben, wie ihr das findet. Ob jetzt mehr Minecraft oder mehr halt andere Formate noch kommen sollen. So, eben Minecraft wird auf jeden Fall schwer. Ich muss da einfach gucken, wie ich das dann performance-technisch hinbekomme. Weil das ist sehr, sehr kompliziert und ich kann deswegen halt auch nicht alles Mögliche machen. Und halt, ich freue mich immer, wenn ihr dann Ideen bringt, was ich noch so bauen könnte. Und auch gerne Spielmodi ist halt. So in Minecraft wird schwer, halt wegen Leistung. Und wenn ich vielleicht noch ein bisschen Zeit habe, gucke ich mal, was ich so für Spiele sonst noch Let's Playen könnte. Die ich noch so da habe. So ein paar kleinere Let's Plays halt. Ist halt sehr oft halt performance-technisch abhängig. Und ja. Und dann hängt es auch noch von der Zeit ab, weil ich habe auch so noch vieles zu tun. Und deswegen. Deswegen wird es auch zurzeit erstmal nur ein Video täglich geben. Aber ich sag mal so, ihr seid. Ich glaube damit, ich bin damit zurzeit sehr zufrieden eigentlich, dass ich es überhaupt so aktiv schaffe, das bis jetzt
eigentlich jeden Tag ein Video hochladen könnte. Und dass ihr dann halt nicht immer ewig warten musstet. Ich versuche halt jetzt auch nicht irgendwelchen Scheiß hochzuladen. Ich versuche halt auch immer irgendwas zu zeigen. Schon wenn es im Let's Show ist. Ich habe auch schon angekündigt, so ein bisschen, dass es eine Let's Play geben soll, wenn ich dann den. Also wenn wir dann einen eigenen Server haben. Und dann haben wir natürlich wieder sozusagen ein zweites Format. Das würde sich dann immer abwechseln, so abwechselnd hochgeladen werden. Einen Tag Let's Play, einen Tag Let's Show. Weil ich jetzt halt nicht zu viel aufnehmen und hochladen möchte, weil es ist halt auch zeittechnisch für mich zurzeit auch schwer zu schaffen. Zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel einer mal nicht kann, zum Beispiel Chris, zur Aufnahme nicht kann, dann hast du natürlich hier gleich mal das Problem, dass du wieder selber was aufnehmen musst. Und ja, es ist halt nicht besonders toll, wenn man dann hier so alleine ist und dann so ein bisschen rumlabert, wo auch nicht konkret weiß, was man jetzt so richtig, worüber man reden könnte. Das ist zumindest die Themen, die zum Beispiel jetzt schon in den Kommentaren standen, die möchte ich natürlich dann eher mit Chris zusammen dann auch so kommentieren. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie was selber machen, nur alleine, weil das wäre auch ein bisschen blöd. Deswegen versuche ich eigentlich auch viel dann immer aufzunehmen mit anderen. Und also ich werde auf jeden Fall mal gucken, was ihr so in den Kommentaren dann für Gedanken habt, was ich so Schönes machen könnte noch an LPs. Weil was ihr da. Was sich so die Performance komplett in den Eimer kippen lässt. Und das wäre natürlich auch super, wenn es da was gibt. Ihr könnt ja auch, wenn ihr mal wollt, in den Kommentaren ein paar Spiele reinschreiben, die ihr kennt, die nicht so die von der Performance abhängig sind. Und ja, und auch versuche ich natürlich hier weiterhin was Schönes zu bringen. Das auch immer schön, dass ihr was zu sehen habt, nicht so wie das Video von gestern, wo ich mir vorstellen kann, dass es jetzt nicht so toll war. Weil das war ja eigentlich jetzt wirklich nur so ein richtiges Notfallvideo, weil ich auch keine mehr hatte, wie eigentlich auch heute schon wieder. Ich hoffe mal, dass Chris vielleicht noch im Laufe des Tages online ist, dass wir noch ein, zwei Folgen wenigstens aufnehmen können. Und da hätten wir wenigstens erstmal was bis Mitte der Woche, sag ich mal. Was schon aufgenommen. Und ich wüsste gar nicht, was ich so quatschen sollte. So, ich sag mal so, wenn wir dann hier mit dem Bau erst beim Großen und Ganzen von dem, was wir uns vorgenommen hatten, dann fertig sind mit dem Bau von den Sachen, dann wäre natürlich auch wieder
Vielleicht mal durch die Welt reiten oder sowas. So ein bisschen, ne? Wir haben ja noch ein paar Dinge, die wir machen wollen. Da wird auf jeden Fall noch das Haus ausgebaut. Und da ist auch noch nicht klar, was das Haus vielleicht schon ausgebaut wird. Also was im Haus gebaut wird. Ich habe ja jetzt in der letzten Folge so ein bisschen gezeigt, was so im Haus geht. Ich hätte dann natürlich auch gerne schon automatische. Zum Beispiel Öfen gebaut, aber das geht natürlich nicht so leicht, weil hier einfach auf dem Server zum Beispiel keine Dispenser erlaubt sind, weil so ein bisschen halt zu Serverproblemen führen können. Genauso wenig wie Itemframes. Itemframes sind auch nicht erlaubt. Also kann man schön alle, also ein paar Dinge nicht benutzen einfach. So, die man schon gut nutzen könnte, sag ich mal. Weil die eigentlich eine gute Sache sind. Und ich bin da auch sehr offen für Vorschläge. Ich habe mich auch, freue mich auch sehr über euer Feedback, zum Beispiel in den Kommentaren und auch mit den Aufrufen, dass ihr das sehr aktiv alles guckt. Das freut mich natürlich sehr. Wie hatte ich denn das hier gemacht? Das war, glaube ich, so ungleichmäßig. Muss ich gleich mal gucken. Das ist der Nachteil bei einem ungleichmäßigen Haus. Also zumindest glaube ich, dass wir das ungleichmäßig gebaut hatten. Das so ein bisschen random gesetzt hatten. Aber das wird schon irgendwie funktionieren. Auch was Positives, was man nicht vergessen habe, ist, dass ich mir endlich mal einen Timer gestellt habe. Und ihr könnt ja auch mal in den Kommentaren noch schreiben, wie ihr die Inneneinrichtung bis jetzt findet. Und was wir vielleicht noch zusätzlich bauen könnten. Ihr hattet ja schon tolle Ideen halt mit dem Indoor-Pool. Das habe ich dann umgesetzt zum Schwimmbad. Und ja, also wenn ihr dann noch irgendwelche tollen Ideen habt, alles gerne in den Kommentaren. Und ja, dann werde ich hier einfach mal überlegen, wie man das Haus am besten bauen könnte. Normalerweise wäre jetzt Slab dran, aber ja gut, dann passt das hier vielleicht gerade besser, weil es sich einfach besser macht, wenn man dann schön um die Ecke baut. Ja, also ich sag mal so, ich habe mich auch sehr gefreut, als es so viele Abonnenten mehr wurden. Und das ist natürlich für mich auch immer toll, wenn ich das sehe, dass sich immer mehr Leute die Videos angucken. Und da ist natürlich dann immer mehr Motivation auch da. Wenn ich dann sehe, ja toll, wieder jemand mehr geworden, der sich das anguckt. Und da ist man natürlich auch glücklich, wenn man dann so ein bisschen sieht, die Leute, es werden immer mehr sozusagen, die es angucken. Also auch die es schon gucken, erzählen es zu ihren Freunden weiter. Auch, also anscheinend ist es so,
Und da freut mich einfach das Ganze so sehr. Ich bin auch glücklich, so eine gute Community zu haben zurzeit. Also es ist eine kleine, aber ich finde es toll, dass ihr auch so aktiv seid beim Gucken und ihr könnt natürlich auch noch ein paar mehr Kommentare schreiben, sag ich mal dazu. Ein paar mehr Ideen bringen. Noch, das wäre dann noch viel besser. Also wir wollen natürlich jetzt noch nicht zu viel bestimmt haben von der Community. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen selber. Wir haben ja auch selber noch ein paar Ideen gehabt. Und könnt ihr euch ja mal überraschen lassen noch, was noch so folgen wird. Ich sehe ja wirklich noch sehr viel Potenzial in diesem Projekt sozusagen. Und ja, das war jetzt nicht so toll. Und da bleibt mir eigentlich jetzt nur noch zu sagen, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben bei ein paar Verbesserungsvorschlägen. Einfach in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.